Chinook Hill pretty soon. Jo, servus die Mauern und grüß euch die Buben. Ja, ich bin heute in Eckartshau herum. Haben wir da so eine kleine Runde rausgesucht. So 7-8 Kilometer. Schauen wir mal, sollte da bis oben zur Donau gehen. Und ja, schauen wir ganz einfach, was sie anbietet und was uns erwartet. Ich habe heute nur kleines Gepäck dabei und ein bisschen was zum Essen natürlich auch. Aber alles kalt heute. Gut, ich würde sagen, dann wir nicht lange mal rum, sondern gehen wir mal los. Los geht's. Ja, wird man von da vielleicht nicht so genau sehen, aber da von uns sind so Hochlandrinder, glaube ich, sind das Yaks, die mit diesen riesengroßen Härnchen. Leider verstecken sie die alle da drinnen, sieht man leider nur die einen da heraus. Ja, Freunde, wie man sieht, ich bin da heute auch hauptsächlich nur auf Wege unterwegs. Dadurch auch wirklich nur ein kleines Gepäck. Heute nichts Dschungel und ja, ich will aber trotzdem da so eine kleine Runde schauen, weil vielleicht kriegen wir irgendwas von die Flinten. Da vorne ist mir zuerst ein Reiher, genau, vor mir aufgestiegen, der war sofort in die Bahn verschwunden. So schnell wie die Kamera gar nicht hochziehen können. Schade. Aber ich würde sagen, schauen wir, was uns noch von die Flinten kommt. Oder besser gesagt, von die Linsen, weil schießen darf man nicht. Es ist auch da ein gewaltiger Oschi umgefallen. Da ist auch alles austrickert schon. Ja, da haben wir so einen kleinen Oschi umgeschnitten und stehen lassen. Gewaltig. Hammer, Hammer, Hammer. So macht natürlich schon einiges her. Gewaltig. Na, ich bin gespannt, was wir noch alles überrascht und was wir sehen werden. Überall riesengroße Weiden, alles einzäunt, Elektrozaun. Da dürfte aber im Augenblick keiner da sein. Oder sie treiben sie vielleicht auch im Wäldl um. Ja, Freunde, ich bin gerade einmal 800 Meter gegangen von den 8 Kilometer und schon so viele tolle Eindrücke. Wenn das so weitergeht, komme ich erst morgen wieder heim. Ja, da vorne ist einer von den Parkrangern gerade unterwegs. Vom Ausblick her, links und rechts vom Weg, wirklich wunderschön. Super Aussichten. Ganz, ganz super. Und was allerdings ein bisschen ein Nachteil ist, die Wege sind meistens geschottert. Und das hört man natürlich beim Gehen. Und da vertreibt es natürlich alle Viecher. Ich hoffe, ich komme jetzt noch so auf Waldwege und fahre mal lieber. Ich bin da jetzt extra leise auf die Waldfläche da zugegangen, auf die Freifläche. Man denkt, vielleicht sehe ich da was, aber nichts da. Pech gehabt. Das schaut mir nach Fallen aus. Schauen wir sie natürlich näher an. Das ist kein Fallen. Da habe ich mich geirrt. Da kann man sich gemütlich einsetzen. Nicht schlecht. Und da hinten habe ich gerade einen riesen Hirschen entdeckt. Den zeige ich gleich. Ja, so schaut das von hinten aus. Kann man sich auch einsetzen. Und jetzt schauen wir uns den Hirsch an. Das ist nicht ein super Hirsch, he? Der rennt gar nicht davon. Gewaltiges Geweih. Schöner Kerl, würde ich sagen. Ja, lass sich da beim Fressen nicht stören. Bisschen schmal gebaut ist der Junge, aber ich finde die Idee ist einfach nur geil gemacht. Vor allem, ich habe den da draußen gar nicht gesehen. Es war ein Zufall, dass ich den entdeckt habe. Perfekt wieder mal. Schön. Geile Idee, geile Idee. Okay, das habe ich jetzt erst beim Aussergehen gesehen. Hier ruht die Jagd, Oktober 96. Auch schon ein paar Tage her. Und
hier eine riesen Drumwiesen, gewaltig, einfach nur gewaltig. Es sind ein paar Fußbefällen groß. Steht ein riesengroßer Baumriese vor mir, herrlich anzuschauen, und da rund liegt der Ost, was abgebrochen ist. Da ist auch ein Käden oben. Er war vielleicht schon mal angehängt. Zur Sicherheit. Jetzt ist er hochgeracht. Geil. So, da müssen wir weiter. Da haben wir jetzt einen Pfeil. Das heißt also, Vorsicht, Indianer, oder? So, durch diese idyllische Gassen müssen wir jetzt noch gehen. Und dann sollte man bei der Donau sein. Ah, super. Ehrlich gesagt habe ich damit gerechnet, dass das Bagel da ist. Ah, geil. Hätte ich auch Fischdosen mit. Und so ein opakettiertes Brot. Was man in die Dosen kaufen kann, wenn man eins kauft zum Probieren. Ich finde, das ist nicht so schlecht, schmeckt ganz gut. Halb eins, richtige Zeit. Mahlzeit. So. Und drauf damit. Also, wie immer, meine Krankensaison gesund werden und meine gesunden werden mir nicht krank. Prost. Haselnuss, gut. So, auch die Lackerl, das war's. War perfekt. Ich biete jetzt an, ich packe jetzt schon langsam wieder zusammen und dann schauen wir oben zur Donau. So, natürlich haben wir wieder alles, wie sie sich gehört, verlassen, und jetzt schauen wir oben zur Donau. Ja, ich habe es zwar aber geschafft, aber natürlich ist jetzt kein Boot da, ist eh klar. Und auch kein Stief und kein gar nichts. Ja, da neben der Donau darf ich nicht gehen, weil da haben wir nämlich ein Verbotsschild. Also muss ich den Weg wieder da zurückgehen. So, ich bin jetzt die 200 Meter vom Wasser wieder raufgekommen von der Donau. Und von da sind wir gekommen, und da ich einen Rundweg rausgesucht habe, gehen wir da weiter. Auch nicht schlecht, schaut so aus wie so eine kleine Waldandacht. Oder was immer das ist. Freunde, das ist jetzt ein bisschen eine geblähte Situation. Da ist mir gerade ein Bach mit ein paar Jungen drüber gerannt. Ein paar Jungen sind wieder zurück. Das ist nicht gut. Also, ich werde jetzt zurückgehen zu der Andacht. Das ist da 250 Meter weiter hinten. Wenn wir dort ein bisschen rückverhalten. Ich hoffe, dass die Jungs nachrennen. Ja, Freunde, das ist jetzt ein bisschen eine saublöde Situation, aber was so ist. Ich bin da jetzt wieder zurückgegangen zu der Waldandacht oder was das ist. Also 250 Meter vom Waldrand. Und ich hoffe, da werde ich jetzt einmal 10 Minuten verweilen. Und ich hoffe, dass die Kleinen dabei zur Mama grenzen, wenn sie da jetzt nichts mehr hören. Ich schalte jetzt an und verhalte mich mehr Zeit lang holen. Bis später. So, Freunde, ich bin wieder da. An der Stelle. Hey, hello, hello. Ist natürlich nicht gerade leibend. Aber das war circa die Stelle. Ich höre auch nichts mehr rascheln. Ich höre auch nichts mehr. Also, ich glaube, es ist gut, wenn ich da einigen Schrittes davon mache. So, ich bin da jetzt auch gute 500 Meter durch, also die Gefahr ist verbannt. Aber sowas ist natürlich nie lustig. Wenn alle kleinen Schrapseln mitgerannt waren, die Frischling, war es wurscht, die war angepascht. War überhaupt nichts gewesen, aber so angriffslustige Bache, pff, die ist ein Heuler.
Ich habe zwar keine Hauer, aber die beißt so lang, bis die du nicht mehr rierst. Und das ist nicht geil. So, weiter. Puh. Ja, Freunde, super. Ich habe jetzt eine ziemlich lange Freifläche von mir gehabt, so wie es da jetzt von mir ist. Was eigentlich gut tut, habe ich ein bisschen entspannen können. Weil, ja, ich tät mich selber anlegen, wenn ich sage, mir ist nicht der Arsch ein bisschen auf Grundeis gegangen. Auch wenn man keine Angst hat vor einem, aber wenn es zwischen ein Bach und ein paar Frischling kommt, will ich nicht dabei sein. Das ist das Schlimmste, was es gibt, wenn du zwischen einer Bache und ihre Frischling kommst oder ein Keiler, der verletzt ist. Die machen dir auf bis zum Gehtnimmer. Da brauchst du auch nicht dazu vorrennen, weil die rennen an 50. Also, die sind wie ein Dampflug, wenn die hinter dir nach sind. Aber gut, ich sitze jetzt unter einem Baum, da dürfte schon einiges abbrochen sein. Ist mir ein bisschen zu unsicher, geht da lieber ein bisschen weiter. Baum zeige ich euch aber noch. Wunderschön, riesengroßes Teil, aber halt auch alt und fällt natürlich alles. Oh. Die dürften es da so liegen lassen haben, dass das da wirklich schön zum Sitzen ist, schätze ich mal. Schöne Lippele. Das dürfen da so ein Schildkrötenrevier sein. Leider sehe ich von da nichts, aber wir haben da oben so ein schönes Schüdel, sage ich gleich. Ja. Wieder so schön bunten. Natürlich die Form von einer Schildkröte. Kleiner Künstler. Gefällt mir. Da oben darf ich jetzt rein. Die lässt sich so rein. Na Freunde, ist das nicht geil? Da hinten mitten auf zwei Stolze. Ein paar Geweih um. Das Ganze noch mal ein bisschen weiter weg. Ich hätte das fast nicht gesehen, war bald dran vorbeigerannt. Ah, wunderschön, da haben wir einen riesengroßen Igel auch da. Also jetzt haben wir schon alles gesehen bald. Und da haben wir noch einen spitzenmäßigen Schmetterling. Es ist ja echt der Wahnsinn. Wir haben so geile Ideen. Gefällt mir echt gut. Da auch wieder ein Riesenbaum. Ein Koloss. Ja, so wie es ausschaut, innen komplett hingewiesen. Dann haben sie müssen wahrscheinlich umschneiden. Aber gewaltiges Viecherl. Herrlich, so was anschauen. Ja, das ist jetzt der Blick auf Schloss Eckartshau. Das kann man anschauen innen. Gibt es Führungen. Da habt ihr noch ein paar Liegen hier vorne. Ja, da oben sind auch Störche daheim, aber jetzt sind keine da. Da habt ihr noch eine schöne Glaskuppel. So was sieht man auch relativ selten. Da habe ich da eine super Baumriese. Da kannst du richtig reingehen. Gewaltig. Schon ein Hammerteil. Ein Blick von der herüberen Seite, das ist da der Haupteingang. Da oben sind ein paar wunderschöne Figuren. Sehr schön. Wird natürlich auch super erhalten da immer. So, und jetzt die Vorderseiten, wunderschön mit Spalierbäumchen links und rechts. Ah, schön angelegt, kann man gar nichts sagen. Ah, das ist ein Hochzeitspavillon. Auch nicht schlecht. Ein wunderschöner Baum. Echt interessant. Den haben sie da stehen lassen. Ah. So Freunde, das war es einmal wieder. Wir sind zurück beim Auto. Ah, herrlich. Schöne Runde. Und immerhin 7,5 Kilometer. Ja, was bleibt mir wie immer anders über? Danke sagen fürs Zuschauen, fürs Mitlaufen, fürs Dabeisein. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und sage Servus die Mama und pfiat euch die Buben.